cool. Also es sieht schon echt, sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen, ja. Das sieht schon echt... Das ist Latein, es heißt... Latein. Aha, hier kann ich rein. Ja, aber es bringt mir nichts. Es bringt mir leider überhaupt nichts. Wir gehen ins Licht, wir gehen ins Licht. Eis. Oh, Eis, das wäre jetzt echt gut. Mal ganz blöd gefragt, wo ich gerade diesen Eiswagen sehe. Woher kriegen die denn eigentlich ihr Wasser? Ich sehe hier Hydranten. Ich meine, die Stadt fliegt doch. Woher kriegen die denn ihr Wasser, bitteschön? Wird das immer mit Luftschiffen angeliefert, oder was? Oder gibt es da riesige Wasserleitungen in den Himmel? Aha, okay. Nee. Ja. Muss ich das? Sicher? Kann ich hier nicht einfach drüber springen? Wie ich nicht warten muss. Ja, wie ich nicht warten muss. Hahaha. Ne. Jahrmarkt und Verlosung. Oh. Er schmeißt dein Geld weg. Was ist denn das für eine komische Stadt, ey, wenn die schon Geld wegschmeißen? Was ist das? Zuckerwatte? Nom nom nom. Zuckerwatte. Mal was Schönes, Ungesundes. Was ist das? Was? Auch hier ist Geld drin. Also wo stecken die denn alle ihr Geld hin? Mal ganz ehrlich. Stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er nicht tragt. Die stecken ihr Geld an ganz schön komische Orte. In irgendwelche Fässer, hier zum Beispiel. Ja, das habe ich mir gedacht, dass da Geld drin ist. Ich hab schon 39 gesammelt, ey. Was geht mit ihm? Mein Gott. Da sind die Comedian Harmonists, ey. Das gibt's ja nicht, ey. Mein Gott, hier gibt's alles. Unglaublich, was? Hier gibt's alles. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Nelke zum Anstecken. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revers, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Unglaublich, Nelke zum Anstecken. Hier gibt's alles. So, jetzt hat's ein bisschen geruckelt. In dem Garten hier bricht ein bisschen die Framerate ein. Also ich kriege hier so um die 20 FPS. Oh, jetzt hat sie wieder eingebrochen. Jetzt ist sie auf unter 20 eingebrochen, gerade ganz kurz. Alter, da gibt es sogar Geld im Mülleimer. Das gibt es ja gar nicht. Also mal wirklich, das ist vollkommen unrealistisch, dieses Spiel. Also nicht mal in einer Wolkenstadt würden die Geld in Mülleimer stecken. Das kann ich schon mal definitiv sagen. Sowas gibt es nicht. Tut mir leid. Mädchen. Tut mir leid, aber das Spiel ist unrealistisch. Die stecken Geld in den Müll. Auf guten Glauben, hm? Kuchen essen. Also ich glaube, wenn ich nicht durch irgendwelche Gegner sterbe, sterbe ich hier in dem Spiel zuerst an Fettleibigkeit, weil ich immer irgendwelche Scheiße esse. So. Huh. Moment, hier war irgendwas. Gesundheit voll. Achso, das ist das. Hm. So, hier gibt's nichts. Kann ich durchs Fenster springen? Nö. Was passiert eigentlich, wenn ich die Maustaste drücke? Passiert nichts. Ja, dann muss ich anscheinend hier lang. Die Comedian Harmonists. Moment mal, wie waren das jetzt eigentlich mit Wegfinden und so? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich hab schon wieder vergessen, wie die Wegfindung war. Ups. Und der Erzengel offenbart nein. Mir eine Vision. Ah. Eine Stadt leichter als Luft. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch hier... Nein, M ist es auch nicht. N? Ah, N, genau. Navigation. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger.
Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Die spielen Schnieschner Schnuck. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? What? Was habt ihr denn für Probleme hier? Icarus Luxury Sky. Oh. Ja, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Telegramm für Sie, Sir! Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutes. Telegramm für Lucky Luke. So. Gehe nach Monument Island und finde das Mädchen. Also da kann ich doch bestimmt... Oh. Da kann ich doch bestimmt durchgucken. Aha. Oh. Ah, das ist ja ein bisschen verschwommen. Naja, viel gibt's nicht zu sehen. Die Statue halt. Suchen wir mal in der Mülltonne nach Geld. Ah, gibt's nix. Nix. Also dafür, dass das hier so eine religiöse Gemeinschaft sein soll, sehen die alle irgendwie ein bisschen notgeil aus, wenn sie bei den Frauen stehen. Ich weiß nicht. Guten Tag, die nicht Freund. Eigentlich alle... Ich komme mir irgendwie gerade vor wie Marty McFly, als er in die Vergangenheit gereist ist. Dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann. Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch. Wo bleibt Matthew? Das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften. Ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. So, so. Alive ist Vigor. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern... Ich, Vigor, die Geißel der Karpaten, das Leiden von Moldavia, ich befehle dir. Oh. Keine Angst. Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Ja. Ja, los, komm, ich will spielen. Drücken Sie linke Maus, um meine Waffe abzufeuern. Das ist ein nettes Tutorial. Aha. Bada boom. Bada bam. Bada boom. Bada bang. Das sind ja Schießbuden hier. So, wie viele muss ich? Wie viele muss ich? Komm. Wie viele muss ich? Ja, hör mal auf, immer das Gleiche zu sagen. Es nervt ein bisschen. Was? Zweiter Platz? Ach nee, ne? Ich hätte nur einen mehr haben müssen. Wen hätte ich denn da noch abschießen müssen? Wen habe ich denn verloren? Mal ganz ehrlich. So, naja, egal. Ich habe die Silver Eagles gewonnen. Das reicht mir erstmal. So, das war ein Vorgeschmack auf meine grandiosen Fähigkeiten als Shooter-Spieler. 5 Silver Eagles, so. Die essen Pappmaché auf Stöcken. Stehen sie bequem. Alle gucken sie mich immer an. Warum gucken die mich immer alle an so?
das, da fühle ich mich immer irgendwie so beobachtet hier. Als wenn die alle was wissen, was ich nicht weiß. Vielleicht bin ich auch einfach nur paranoid oder schizophren. Oder vielleicht sind die alle schizophren. Ah! Moment. Cast out of devil spielen. Mhm. How to play. Protect the woman and child. Hit the devil 3 times. Das ist so. Easy. Drücke rechte Maus, um deine Kraft zu benutzen. Ach, da ist der Teufel. Moment, Moment. Der ist so da unten. Hä? Okay, ach so, ich muss den finden, oder was? Naja. Okay. Also ich mache diese Minispielchen hier mal so ein bisschen, ja. Das ist, glaube ich, ganz gut, um mal ein bisschen warm zu werden. Sag ich mal ganz ehrlich. Luftgewehr, ja. Komm, Luftgewehr, mach mal. Mach mal alles. Wir machen jetzt hier alles. Aua. Jetzt bin ich gegen meinen Rechner gestoßen. Das ist vielleicht. Das ist gut, wenn er gerade schon so beschäftigt ist, mein Rechner. Kann ich nicht anlegen, irgendwie anvisieren oder so? Das geht nicht, ne? Huh? Also weg. Nein, nein. Nein. Huh, den habe ich doch getroffen. Na, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Das habe ich natürlich gut gemacht. Die Dixieland-Singers sind hier. Oh, was ist das denn, ey? Sieht man solche technischen Wunderwerke. Ah, ich ahne da schon Schlimmes. Wenn ich solche Viecher sehe, ahne ich ja schon wieder Schlimmes, ey. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon sie nicht mit ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind sie der Chef. Jede Maschine wird ihnen zu Willen sein. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Ja, schlucken. Oh, jetzt geht's ja rund hier. Na, aber hallo. Possession, Beherrschung. Drücken Maschinen werden zu Alliierten. Ach, drücken und Maschinen werden zu Alliierten. Das ist leider ein bisschen klein immer. Das muss ich mal ein bisschen kneistern. Drücken Sie rechte Maustaste während Beherrschung ausgerüstet, um Maschinen zu einem Verbündeten zu machen. Okay. Klingt lustig. Klingt auf jeden Fall lustig. Ja, wie? Das hast du gerade erst erklärt bekommen. Jetzt fragst du dich schon, was das war. Ist das Salze? Ach so, Salze brauche ich für die Special-Attacken oder was? Stand hier hochstemmen. Kraft ist auch nicht alles. Genau. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ja, ja. Ich zähle nicht dazu. Ach, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön. Jetzt bin ich da hinten nicht gegangen, das ist egal. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Na. Kopf. Komm, schmeiß mal. War klar. Hm. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Hä? Was ist, geht mit euch? Also, die haben ja alle irgendwie einen Schuss weg, kann das sein? So ein bisschen? Kein Wunder, dass die fliegen. Auf der Erde will die keiner haben. Schon geil aus, also das muss man mal sagen, ja, das muss man echt sagen.
Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Ihr seht aus wie Alien-Mensch-Hybriden. Euch will ich nicht. So. Moment, hier war irgendwas. Verkaufsautomat? Nö. Brauche ich nicht. Was will denn der verkaufen? Thank you, enjoy. Dollar Bill. Nö, muss nicht sein. Machen wir mal. Ey, geht mir aus dem Weg. Die Plagen gehen mir einfach im Weg rein. Das gibt's nicht. Ja, ihr merkt, ich koste das hier gerade so ein bisschen aus, diesen Open-World-Teil, weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Open-World-Teil in Anführungsstrichen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das... Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht sehr lange vorhalten wird, diese friedliche Atmosphäre hier.